Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich muss mich erstmal entschuldigen, mich bei euch, da es so lange gedauert hat und wegen dem zittrigen Video. Aber es hat ein meiner Abonnenten mal gefragt, ob ich mal ein Video machen kann über meine Sammlung. Heute zeige ich euch mal meine Feuerwehrsammlung. Damit gehen auch gleich Grüße an meinen neuen Abonnenten Mandy Schönfelder raus. Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, du hast Spaß. Das ist eine Siku-Drehleiter, so ähnlich gemacht wie Bruder. Finde ich sehr toll. Zeige ich euch mal in einem meiner Videos. Kommen wir nun zu den Fahrzeugen im Maßstab 1:64. Das ist das, was Siku so alles bis jetzt rausgebracht hat. Ob ich schon alles habe, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Ein kleiner Fuhrpark. Das hinten ist ein Eigenbau von mir. Die nächste Etage, die Feuerwehrdrehleitern in dem Maßstab 1:50 und 1:87 eine. Auch die alte Feuerwehr, die erste Drehleiter von Siku, hat ihren Platz hier gefunden. Dieses wunderschöne Fahrzeug, dieser Schlauchhänger, ist ein Eigenbau eines Bekannten. Habe ich euch schon mal vorgestellt. Kommen wir nun zu der nächsten Etage. Sorry Leute, das sind die Fahrzeuge im Maßstab 1:50 und 1:55. Ein Rettungswagen, HLF, TLF, ein Gerätewagen mit Boot, ein Tanklöschfahrzeug, ein Absetzcontainerfahrzeug hinten rechts in der Ecke und ein kleines Fahrzeug nochmal. Noch ein RTW. Nicht wundern, kein Siku, aber hat mir gefallen, deswegen steht er mit in der Sammlung drin. Hier das THW-Fahrzeug und auch ein Feuerwehrfahrzeug aus der V-Serie aus Plastik noch. Kommen wir nun zu den ganz großen Fahrzeugen, Kränen und Fluglöschfahrzeugen. Ein Hubsteiger haben wir dann noch, ein LKW mit Boot, so sieht das Boot aus, dieses Boot schwimmt, aber nicht lange, dann läuft das voll Wasser und geht unter, obwohl es aus Plastik ist. Das war es für heute. Schreibt mir gerne Kommentare unten drunter. Über Abonnenten neue würde ich mich sehr freuen. Empfehlt mich weiter und Entschuldigung für die Zitterpartie. Ich hoffe, euch ist nicht schlecht geworden. Das war es für heute. Tschüss.